Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen. Manche habe ich ja schon beim Frühstück gesehen, manche erst jetzt. Ja, schön, dass wir uns die Zeit nehmen können für dieses Thema Gesetz des Geistes. Vielleicht noch zu diesen Sticks dazu. Meine Frau und ich gehen wahrscheinlich noch ein paar Tage nach Kroatien, und wenn wir da so 2-3 Kartons voller Bücher im Kofferraum haben, haben wir gleich viel zu viel. Ja? Und dann schleppt man diese durch die Gegend, und dann habe ich gedacht, viele sind ohnehin schon bekannt oder haben vielleicht Möglichkeit, die Bücher sich über Amazon zu bestellen. Dann haben wir uns beschränkt, einfach nur die USB-Sticks mitzunehmen. Dann ist ein Stick mit 128 GB und hat auch 2 Steckversionen, eine USB-C, eine USB-B oder A, ich weiß es nicht genau. Also man kann das an den Mac anstecken oder an den normalen PC, und ich glaube, da sind, weiß nicht, 500, 600 Videos sind da, glaube ich, drauf. Ja. Und im Schnitt eine halbe Stunde, dann hat man, glaube ich, 250 Stunden. Also alles, was ich so in YouTube gemacht habe, mit Datum, Stichtag, heute, ja. Also die von nächster Woche habe ich noch nicht drauf, aber wer da Interesse hat. Weil die runterzuladen ist halt schwierig im Netz, weil die Daten so groß sind, ja. Und YouTube erlaubt uns das ja erstaunlicherweise, ne, auf dem Server, nicht nur Katzenvideos, sondern auch ein paar Sachen drauf zu tun, die vielleicht wichtig sind. Und solange das geht in YouTube, nutze ich das auch gerne. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch immer, ja. Man weiß ja nie, welche Kräfte dahinter stecken und was so gemacht wird damit, ja. Die machen ja von uns allen Persönlichkeitsprofil. Also wenn ihr YouTube verwendet, müsst ihr dran denken, ne. Aber wir haben morgen auch gesagt, man kann alles zum Segen und zum Fluch verwenden. Ne? Das ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Das ist überall so. Ja? Man kann ja Messer auch zum Kartoffelschälen verwenden oder für andere böse Dinge. Ja? Und so ist das mit YouTube auch. Schön. Ja, das Gesetz des Geistes, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Und da hört man eigentlich auch kaum was von, obwohl man das in der Bibel auch findet, und wir forschen dem auch gleich so ein bisschen nach. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht, und dann stromern wir vielleicht so ein bisschen durch die Bibel durch. Eins möchte ich vielleicht noch vorweg schicken. Ich habe gestern gesagt, wir leben ja nicht mehr in den Schattenbildern des Alten Testaments, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. Ja? Und das steht auch in Hebräer 10, Vers 1. Wer sich das notieren will, das steht in der Bibel auch so formuliert. Ja? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Hebräer 10, Vers 1, da steht, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Ja, das Gesetz hat den Schatten der zukünftigen Güter, der himmlischen Güter, der ewigen Güter. Das Gesetz schattet das voraus, es ist ein Schattenbild, nicht das Wesen selbst. Aber im Neuen Testament in Christus werden wir durch Gottes Geist in diese ewigen Wahrheiten eingeführt, die uns manchmal etwas erstaunlich sind und wo man sich Zeit nehmen muss, bis man da einfach auch ein bisschen heimisch wird, ja. Das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Und noch eine Stelle dazu, Kolosser 2, Vers 17, schreibt Paulus das auch nochmal. Da steht in Vers 16, lasst euch niemand Gewissen machen über Speise oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Und jetzt kommt's, 2. Kolosser 2, 17, das ist der Schatten von dem, das zukünftig war. Aber der Körper selbst ist in Christus. Ja? Also er sagt es hier nochmal, Sabbate und Feiertage, die ganzen Feste Israels und so weiter, das sind ja prophetische Vorschattungen, die Feste Israels, auf Dinge, die tatsächlich geschehen sind. Das Passafest wurde ja damals gefeiert, war eine prophetische Vorschattung auf Golgatha. Ja? Das heißt, das Passafest ist der Schatten und Golgatha ist die Verkörperung dessen. Das heißt also, das steht so in der Schrift, ja. Das ist der Schatten von dem, das zukünftig war, aber der Körper selbst ist in Christus, oder die Verkörperung dessen ist in Christus wahr geworden. Und dasselbe gibt es auch nochmal in Hebräer 8, Vers 5. Nur, dass ihr das seht, es wird immer wieder in der Bibel auch bewegt. Ja? Die Priester, welche dienen dem Vorbild und dem Schatten des Himmlischen, ja, diese irdischen Priester, dann kommen wir eigentlich auch so zu unserem Thema dann auch. Hebräer 8, Vers, ich lese mal ab Vers 3. Ein jeglicher hohe Priester wird eingesetzt zu Opfern, Gaben und Opfer. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfere. Also Christus, ja. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester. Dieweil da Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Welche dienen, die Priester auf Erden, dienen dem Vorbild und dem Schatten des Himmlischen. Das sind Schattenbilder, ja.
Also man findet das häufiger in der Bibel, bei Paulus und vor allem ja auch im Hebräerbrief, weil der Hebräerbrief ein Publikum hat, das noch in diesen Schattenbildern unterwiesen war. Ja? Die haben das noch erlebt, dass geopfert wurde, die haben das miterlebt. Und da erklärt er jetzt im Detail auch, dass die Wesenheit, die Verkörperung dieser Schattenbilder in unserem Herrn Jesus Christus ist. Und das ist zum Beispiel ja auch eine Bibelstelle, die auch daraus schöpft und das voraussetzt, ja, das habe ich gestern schon mal erwähnt, wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Das Priestertum ist also von dem alttestamentlichen, irdischen Priestertum Aaron und Levi gewechselt zu dem himmlischen Priestertum Jesu Christi. Ein ewiges Priestertum, nach der Weise Melchisedeks. Ein Priestertum, das nicht aufhört. Und dieses Priestertum hat natürlich auch ein anderes Gesetz. Das hat auch einen anderen Tempel. Der seid ihr, sagt Paulus, ja? Das hat auch eine andere Priesterordnung. Das hat auch andere Opfer. Denn das sind nicht mehr Tieropfer oder Speisopfer, Mehl, was geopfert wurde, ja? Und es gab ja blutige und unblutige Opfer etc. Es gab Lobopfer, ja? Und das ist im Neuen Testament das Lob eurer Lippen. Das ist das unblutige Lobopfer, was wir bringen, ja? Das heißt also, das wird von den Schattenbildern in die Wesenheit wird das umgesetzt. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, und das ist eigentlich auch ganz verständlich, ja? Obwohl es um Himmels Willen, das war Ketzerei fürs Judentum. Bis heute, ja? Die Rabbiner heute im Internet, wenn ihr die anhört, die schimpfen darüber, ja? Was macht ihr mit unserem Tanach? Ihr verdreht das Wort Gottes, das ist alles falsch, was ihr legt da Dinge rein, die da nie drin waren. Ihr habt ein humanistisch-hellenistisch geprägtes Bild von irgendeinem Himmel, ja? Das Judentum hat nicht die Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Im Judentum werden die Juden versammelt zu den Vätern und die warten auf die zukünftige Welt, the world to come. In dieser zukünftigen Welt kommt der Maschiach und richtet ein Friedensreich auf. Das ist eine irdische Hoffnung. Das ist ganz ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas. Ja? Das sind 144.000 sind im Himmel und ansonsten ist das ein irdisches Utopia, auf das man wartet. Warum ist das denn so? Weil das irdisch gesinnt ist. Paulus sagt aber, seid himmlisch gesinnt. Weil die Christenheit heute wieder irdisch gesinnt ist, wartet sie auf einen irdischen Tempel in Jerusalem und fängt an, Israel als Gottes Volk zu formulieren, weil sie irdisch gesinnt sind. Weil ihnen diese Dinge hier eigentlich fehlen, weil sie nicht mehr gelehrt werden. Die Christenheit weiß das nicht mehr. Die Christenheit ist im Fieberwahn. Ja, oder? Ist das übertrieben? Nein, das ist leider nicht übertrieben. Ja? Und die sind nicht mehr im Wort Gottes. Und das ist das Problem. Ja? Also sagt der Hebräerbrief, das Priestertum hat sich doch geändert, muss sich auch das Gesetz ändern. Aber wohin denn? In was denn für ein Gesetz? Das Gesetz vom Sinai muss umgeändert werden in das Gesetz Christi, in das Gesetz des Geistes, in das Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus. Ja? In das Gesetz der Gnade. Und wenn ihr das hört im Jakobusbrief, wenn der Jakobus sagt, das Gesetz der Freiheit, das ist ja ein Widerspruch in sich, oder? Ja? Gesetz ist doch nicht frei. Gesetz ist Gesetz. Und wer das Gesetz übertritt, ist schuldig. Da gibt es doch nichts mit Freiheit. Ja? Freiheit ist da, wo kein Gesetz ist. Da ist Freiheit. Ja? Aber Gesetz der Freiheit ist ein Widerspruch in sich selber. Aber Jakobus sagt, wer in diesem Gesetz der Freiheit ist und das Gesetz der Freiheit tut und dahin durchschaut, der wird selig werden in seinem Tun. Ja? Das ist Glückseligkeit, weil dieses Gesetz der Freiheit ist die Bindung an Christus. Und in der Bindung an Christus sind wir frei vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Jesus. Die Welt glaubt, sie wäre frei und sie ist gebunden an allerlei Süchte. Ja? Und wenn sie ehrlich ist, würde sie es auch wissen und würde es auch zugeben müssen. Und die Christen sind gebunden an Christus und in der Bindung sind wir frei. Ja? Wir sind frei, Christus darzustellen, weil wir etwas sind. Ja? Und das ist dieser Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, zwischen Israel und der Gemeinde. Die Gemeinde ist auch nicht Israel 2.0, die Gemeinde ist mehr als Israel. Ja? Israel hatte ein irdisches Heiligtum. Wir dürfen Heiligtum Gottes sein im Geist und in Wahrheit. Israel hat ein irdisches Opfer, wir haben ein ewiges Opfer. Sie hat einen irdischen Hohenpriester, wir haben einen ewigen Hohenpriester. Ja? Und das ist ihnen ja alles genommen. Land und Tempel und Opfer und Priester und Reinigung, das ist alles weg. Und sie sagen, 80% des Gesetzes vom Sinai können wir überhaupt nicht ausüben.
Also alles, was im Gesetz steht, was den Tempel betrifft, kann Israel nicht mehr ausüben, weil es keinen Tempel gibt. Wir können nur das tun, was uns verboten ist zu tun im Gesetz. Ja? Das ist so typisch Jewish. Ja? Das ist gerade so die Umkehrung, die denken manchmal ein bisschen crazy. Alles, was sie nicht tun dürfen, das können sie noch einhalten im Gesetz. Aber die Dinge, die ihnen aktiv befohlen sind zu tun, insbesondere die Tempeldienstthemen und Opferthemen und Themen der Reinigung, das geht nicht mehr. Ja? In der Ukraine schwenken die einen Huhn über den Kopf. Mehr geht nicht. Ja? Zum Yom Kippur, großer Versöhnungstag. Aber sie könnten das alles haben, weil alles in Christus ist. Ja? Gut, also das Gesetz vom Sinai, ja? Das muss verändert werden. Und zwar die große Frage, worein denn? Und zwar in das Gesetz des Geistes. Das ist der Sinai, da ist das Gesetz gegeben worden. Ja, das ist das Sinai-Gebirge. Habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht zur Auflockerung. Ja. Hier ist das Katharinenkloster am Berg Sinai. Da hat der Tischendorf diese Texte gefunden. Ja. Textus Sinaiticus, wer da ein bisschen im Thema ist. Ja. Die alten Lutherbibeln, das war Textus Receptus. Und der Tischendorf hat dort in dem Kloster nach alten Texten gesucht, Textus Sinaiticus. Und wollte schon wieder abreisen, weil er nichts gefunden hat. Und am Tag der Abreise sieht er, wie ein Mönch morgens Feuer anmacht und hat so einen Korb, so einen Weidenkorb und macht da, holt da so die Rollen raus, so alte Papyrusrollen und macht da das Feuer an mit. Und er guckt da drauf und glaubt, das sind das Bibelrollen. Das war der Text des Sinai, da haben die Feuer angemacht mit. Und dann hat er den gefunden und das ist so ein neuer Textzeuge, den man hat. Die Elberfelder Bibeln, die haben meistens diesen Textus Sinaiticus, ja. Okay, also das ist die Stelle, wo das Gesetz kam. Stiftshütte hier mal, ja? Kennt ihr sicher auch alle, ja? In Timna, in Israel, in Originalgröße aufgebaut, so muss die auch früher ausgesehen haben. Dieses Zeltheiligtum Israels, ein Vorbild auf dem Tempel. Das ist die Bundeslade, ja? Im Allerheiligsten steht die drin, oben der Deckel aus Gold. Und die Lade selber, eine Lade aus Holz, nur vergoldet. Ein Bild auf die Gemeinde Jesu Christi. Ja, wir sind nur vergoldet. Von Natur aus sind wir nur Holz, hölzern, Holzkopf. Ja? Ja. Und wir sind überkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Das ist vergoldet. Das ist der Korpus. Ja? Und Christus selber ist der Sühnedeckel, der Gnadendeckel, der war aus vollem, massiven, reinem Gold. Ja? Getriebenes Gold, nicht gegossen. Das ist Christus. Und das zusammen bildet den Christus Gottes. Ja? Die Gemeinde Jesu und Christus, ein Leib, sagt Paulus. Ach, dann hat man ja paulinisches Evangelium schon in der Stiftshütte. Ja, ja. Und was ist da drin? Gottes Wort. Aus diesem Wort sind wir gezeugt. Ja, wir sind aus dem Wort gezeugt. Wir essen das Wort, das ist uns Speise. Die Juden, die sollten das Wort tun. Wir sind gezeugt aus dem Wort. Wir sind mehr als Israel. Wir sind Wort Gottes an die Welt, wenn Gott Gnade gibt dazu. Ja? Dann sind wir fleischgewordenes Wort Gottes an die Welt in Christus. Merkt ihr, wie nah das an Jesus ist? Ja? Wir sollen nicht das Gesetz tun, wir sollen Christus darstellen. Dann halten wir das Gesetz auch und noch viel, viel mehr. Ja? Das kommt auch nicht, das machen wir auch nicht selber. Das kommt ganz von selber. Dass, wenn ihr auf eurer Arbeitsstelle einfach vom Evangelium erzählt, dann passiert das alles. Dann lachen die Leute uns aus. Manche hören auch, manche glauben. Ja? Manche mobben euch. Fliegt man raus, kommt man vom E-Mail-Verteiler runter, weil die Kollegen sich abends in irgendwelchen Etablissements treffen, ja? Wo man nicht hingeht als Christ. Kriegt er keine E-Mails mehr. Kriegt er gekündigt. In der Gemeinde wird es schwierig. Fliegt er raus. Es kommt ganz auf, weil wir Zeugen, wir provozieren das nicht. Wir geben das Evangelium weiter. Ja? In Schwachheit, ja. Manchmal zum falschen Zeitpunkt, ja. Aber der ist auch der Rechte, ja, sagt Paulus. Gebt es weiter. Und dann kommen die anderen Dinge ganz normal. Und der Offenbarung gibt es einen ganz kleinen, unscheinbaren Vers. Ich will dich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und du wirst nie mehr hinaus müssen. Das überliest man so schnell, bis man das mal erlebt hat. Und dann kommt man zu der Stelle und dann isst man das. Ja? Und dann werden wir... Christus ist doch auch draußen vor dem Tor gekreuzigt worden. Der ist doch auch überall rausgeflogen, oder? Der hat doch nicht reingepasst. Ja, ach so, dann würde ja plötzlich unser Leben ähnlich werden wie seins. Dann würden wir das Wort ja aufsuchen und sagen, das habe ich auch erlebt.
Markus 6, 7, 9, 11, Lukas, Matthäus, das kenne ich auch, das habe ich selber erlebt, was hier steht von Jesus, die Auseinandersetzung, die kenne ich von, ja? Versteht ihr, das Wort wird plötzlich dann lebendig, das lebt dann, weil das spricht und Gott lässt uns in seinem Wort hinter die Kulissen gucken, dann werden wir auch klug, weise. Das ist geistliche Schulung, dieses Wort ist nicht nur Buchstabe, das Wort ist Geist und ist Leben, ja? Und dann, wenn wir irgendwann, wenn unser Leben beendet ist und wir zum Herrn gehen und in der Ewigkeit, dann wird man sagen, ja, das ist Gemeinde Jesu. Weil das Leben derer da, das ist genau wie das Leben Christi gewesen. Mal bei einem war es ein bisschen deutlicher, beim anderen war es ein bisschen schemenhafter, mal 30, mal 60, mal 90, mal 100-fältig, ja. Aber das ist gemeint, das werden die Engel sagen, ja, das hat man sehen können, bei Leibesleben. Das ist aber ein großes Geheimnis. Das kennt auch nicht jeder Christ. Das kennen auch zu wenige Christen. Diese Gemeinschaft mit Jesus ist eine exklusive Gemeinschaft, die jedem verborgen bleibt, bis Jesus ihm selber die offenbaren will. Und das ist etwas, was viele Christen überhaupt nicht verstehen, was sich ihrem Christsein irgendwo auch entzieht. Ja, und das sind auch Dinge, die man nicht mehr mit Worten lehren kann oder lernen kann, sondern was man essen muss. Und das ist ein anderer Glaube. Das ist mehr als Israel. Ja, das ist mehr als Gesetz tun. Das ist mehr als richtige Bibelübersetzung haben und die richtige Haarlänge und die Kleiderordnung beachten. Das ist was anderes. Das entzieht sich. Aber dahin führt der Weg eigentlich, ja. Und dann sagt die Bibel, dass der Geist Gottes uns lehrt und ihr bedürft nicht, dass euch jemand unterweise, sondern der Geist Gottes lehrt euch das alles. Dann wird die Bibel lebendig, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, Israel, ja, als altes Testament, Felsendom, wartet man ja drauf, dass der Iran den gerade da zusammenbombt, ja. Dass der Tempelberg mit dem zweiten Tempel, Vorbild, Schattenbild, nicht das Wesen der Güter selbst, Abbild. Und plötzlich wird dieses Abbild wieder zur Wesenheit erhoben, weil die Christenheit so irdisch gesinnt ist und das nicht mehr unterscheiden kann. Ja? Okay, jetzt kommen wir mal zum Kern der Dinge. Ja? Auch wie der Hebräer sagt, Hebräerbrief, das Wichtigste von all dem, was er da ausgeführt hat in Hebräerbrief, ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Wir haben. Israel hat nicht mehr. Israel ist das weggenommen worden. Dieser Priesterdienst, der Tempel, die hohe Priesterschaft ist weggenommen worden. Aber wir haben das. Er dient, das ist Christus, ja? Christus dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Also ein ewiger Priester in Wesenheit, nicht mehr nur Abbild, nicht nur Vorbild, nicht Modell 1 zu 50, ja, und dann wird es halt gebaut 1 zu 1. Ja. Das ist das, was hier angedeutet wird, dass praktisch diese Vorbilder nur Schattenbilder waren von dem wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Ich hatte noch einen Gedanken, der ist mir aber gerade jetzt entfleucht. Fällt mir wieder ein, ja. Das ist die Zeit, wo dieses Priestertum weggenommen wurde, 70 nach Christus, ja, wurde endgültig dann der Tempel zerstört, auch von den Römern. Und Paulus und auch der Hebräerbrief, der ist so um 50, 60 nach Christus, da haben die Juden das noch nicht geglaubt. Die haben gesagt, die Christen sind ein bisschen gaga im Kopf, wieso geistlicher Tempel, wieso ist euer Leib ein Tempel im Heiligen Geist, das ist alles Unsinn. Hier ist der Tempel, ja, mit Stein und Holz und allem. Ja. Und 20 Jahre später kommen die Römer und zerstören den Tempel und diesen Altar. Hier sieht man die Menora, ja, wie sie gestohlen wird von den Römern. Und danach ist der Tempeldienst für Israel beendet, fast 2000 Jahre lang. Jetzt will man ihn wieder aufleben lassen. Ja, der Sanhedrin ist ja wieder gegründet worden. Irgendwie schließt sich der Kreis. Ja, das ging von Israel aus und jetzt kommt man wieder zurück. Jetzt geht es wieder in den vorderen Orient, wenn man so sagen will. Und
diese Menorah hier, ja, dieser siebenarmige Leuchter, der da gestohlen wurde, den findet man hier im Titusbogen in Rom. Das ist der Titusbogen und hier links an der Seite ist dieses Relief. Und dieses Relief, wenn man das vergrößert, ist das hier. Und hier ist der Titusbogen. Und der Titus, der hat ja 70 nach Christus Jerusalem zerstört. Und der hat den Leuchter wohl mitgenommen nach Rom. Weswegen die Juden glauben, dass die Menorah in Rom ist, dass der Papst die im Keller versteckt hat. Und die Rabbiner sagen jetzt, hier Papst, gib uns mal die Menorah zurück, wir wollen einen Tempel bauen. Denn scheinbar hast du die ja in Rom. Ja? Da ist er abgebildet. Ich habe mich selber fotografiert, ich bin ganz stolz. Ja? Und ich finde das spannend, weil das Ding ist ja wirklich fast 2000 Jahre alt, das ist ja original rausgemeißelt worden. Die haben diese Menorah gesehen, ja? Obwohl das wahrscheinlich auch ein Leuchter gewesen ist, ob der dann noch original war. Aber er muss scheinbar, vielleicht gibt es den auch noch irgendwo. Und wenn es ihn gäbe, wäre es auch nicht schlimm. Er ist auch nicht mehr heilig. Ihr seid heilig. Menschen sind heilig. Es gibt keine heiligen Gegenstände, keine heiligen Handlungen, keine heiligen Orte, das gibt es nicht. Die Kirchen erzählen uns das, die Religionen erzählen uns das, weil die dann nämlich das verwalten wollen gerne. Ja? Es gibt heilige Menschen, aber es gibt keine heiligen Handlungen, es gibt keine Sakramente. Das gibt es nicht. Ja? Das sind Schattenbilder, sind Erinnerungen, die Wesenheiten sind in Christus. Und das, glaube ich, das dürfen wir festhalten. Ja? Aber das ist so die Menorah und die Juden hoffen halt, dass sie dann irgendwann wieder auch ihren Tempel bauen. Die bauen dann übrigens den zweiten Tempel, ja? Den Herodes-Tempel bauen die wieder auf. Ja? Herodes war ein Edomiter. Edom war gar kein Jude. Also, okay, wir bleiben beim Wort Gottes, ja? Wir haben alles das, was Israel fehlt, das haben wir. Wir haben einen hohen Priester, wir haben ein Passahlamm, wir haben Reinigung von unseren Sünden, wir haben einen Tempel, wir haben alles das, was Israel fehlt, haben wir. Ja? Wir haben einen hohen Priester, Hebräer 8, Vers 12. Wir haben einen hohen Priester. Wir haben ein Passahlamm, 1. Korinther 5, Vers 7. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist jetzt Luther wieder. Ja? Wir haben auch ein Passahlamm, steht da im Grundtext. Ja? Das ist Christus für uns geopfert. Wir haben ein Passahlamm. Wir haben auch Reinigung. Ja, wir haben auch Reinigung. Hebräer, Christus hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Durch sein Opfer sind wir rein geworden, weil der ganze alte Mensch mitgestorben ist. Das ist paulinisches Denken. Nicht nur, dass wir abgewaschen worden sind, sein Blut hat uns gereinigt von unserer Schuld. Das ist hebräisches Denken, das ist alttestamentliches Denken. Ja? Das kommt aus dem blutigen Opfer heraus. Paulinisches Denken ist anders. Paulus geht weiter. Paulus sagt, wir sind mit Christus mitgestorben. Der alte Mensch ist juristisch abgetan, der ist gestorben, der existiert juristisch nicht mehr vor Gott. Er ist natürlich noch da. Ja? Das ist ja mein alter Leib, derselbe Leib, den ich hatte, bevor ich Christ war. Ja? Aber juristisch sind wir mit Christus mitgestorben und wir sind mit Christus auferstanden, dass wir in Neuheit des Wesens wandeln. Da kommen wir dann später zu, ja? Der Wandel, der daraus kommt. Das heißt also, paulinisch ist das anders. Hier, das ist noch hebräisches Denken, alttestamentliches Denken. Reinige unsere Sünden. Sein Blut macht uns rein von aller Schuld. Ja? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich gedacht, was? Nee. Ariel. 30, 60, 95 Grad, auch Blut wird rausgewaschen. Das habe ich im Kopf gehabt. Blut reinigt nicht, Blut macht doch schmutzig. Und Blut aus der Wäsche rauskriegst du nur mit Ariel. Kannst du kochen, ja? Das war meine, ja? So, jetzt werde ich Christ, habe von nichts einen blassen Schimmer und jetzt heißt, sein Blut reinigt uns. Da hat es im Kopf Knick gemacht, ja? Also das habe ich, bis ich mal langsam verstanden habe, naja, das sind ja alttestamentliche Opfer, wo Blut vergossen werden musste zur Reinigung, ja? Das heißt, meine Bekehrung ist rückwärts gegangen. Ich habe mich bekehrt, weil ich keinen Sinn in meinem Leben hatte. Und dann habe ich nach ein paar Wochen gesehen, nee, ich bin Sünder. Ja, ich tue nicht, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Natürlich Neues Testament. Und dann irgendwann bin ich ins Alte Testament gegangen. Ich bin eigentlich rückwärts zum Glauben gekommen. Ja? Die Juden, die kommen vorwärts zum Glauben, weil die kennen das Alte Testament und wenn die von Jesus hören und Gott Gnade gibt, dann gehen die ins Neue. Und dann lesen die im Neuen das, was die aus dem Alten Testament ja schon kennen. Und wir Europäer, wir werden aber rückwärtsgläubig, ja? Wir glauben, weil wir eine Lebenskrise haben oder weil uns irgendetwas anficht oder so, suchen wir nach Halt, nach Sinn, nach Wahrheit und finden dann Jesus Christus, weil wir zum Glück noch in einer halbwegs christlichen Kultur leben. Und dann lesen wir erstmal im Neuen Testament, Johannesevangelium, das ist immer das Erste. Ja? Dann ein bisschen Paulus, ja?
Und dann Altes Testament. Das geht dann, und dann versteht man eigentlich erst. Und dann müssen wir wieder ins Neue. Ja? Und dann plötzlich merkt man, ah, und dann tariert sich der Glaube ein. Dann bekommt der Glaube auch Balance plötzlich. Dann wird er auch fest. Der wird belastbar. Der wird stark. Ja? Der wird halt, das hält. Ja? Und das ist so, wie ich denke, wie wir zum Glauben kommen. Wir sind ein bisschen verdreht. Dafür schreiben die Hebräer halt falsch rum. Ja? Gut, also. Die schreiben ja von rechts nach links, wir von links nach rechts. Ja? Okay. Ja, und einen Tempel haben wir natürlich auch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das denn nicht, sagt der Paulus? Das ist schon relativ weit ausformulierte Lehre, christliche Lehre. Das ist schon relativ weit ausdifferenziert. Das hat ja anders angefangen, ja? Da habe ich gestern nur kurz von gesprochen. Die Juden sind ja zum Teil sind die ja zum Glauben gekommen, einige tausend zu Pfingsten, ja? Waren aber alle noch Eiferer fürs Gesetz. Die haben zwar gesagt, okay, also Jesus war der Messias und er ist für meine Sünden gestorben. Großes Entgegenkommen, ja, okay, wir glauben, dass er war das vollendete, das perfekte Opfer und in ihm sind alle Opfer erfüllt worden. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Habe ich gestern kurz angerissen, opfern wir denn jetzt noch weiter? Sollen wir im Tempel noch weiter opfern oder ist der Hohepriester jetzt arbeitslos? Ja, haben die gesagt, ja, natürlich opfern wir noch weiter, weil es steht ja hier im Tanach, Tora-Rollen, ja, das ist ja alles dritte Mose, müssen wir alles weitermachen. Und sie werfen dem Paulus dann nachher auch vor, drei Dinge eigentlich. Du redest wieder diese Stätte, Tempel, du redest wieder das Gesetz, weil du erzählst von ihrem Gesetz des Geistes, mache ich heute Morgen auch, ich rede gerade wieder das Gesetz, ja, sind die Juden nicht einverstanden mit mir. Und du redest wieder die Beschneidung. Das waren die drei Vorwürfe. Das heißt, es gab am Anfang in der Urgemeinde eigentlich gab es Christen, die aber noch ganz stark aus dem Judentum kamen und vom Judentum noch ganz stark geprägt waren. Und obwohl sie an Jesus geglaubt haben, waren sie noch eiferer fürs Gesetz. Das heißt also, für welches Gesetz waren die eiferer? Na, für das Gesetz vom Sinai. Ach so, ja gut, aber der Hebräerbrief schreibt ja dann 30 Jahre, 20 Jahre später, sagt er, das Priestertum hat sich doch geändert. Da muss ich auch das Gesetz ändern. Ja gut, dann waren aber die Anfänge des Christentums in Jerusalem, waren die ja noch in dem falschen Gesetz noch irgendwie drin. Ja, natürlich, weil das ihre Prägung war. Ihr bringt auch Prägung mit, ich bringe auch Prägung mit. Ja? Und wir nähern uns langsam so erst dem Evangelium und verstehen erst so nach und nach. Also als ich gehört habe, Blut reinigt, habe ich gedacht, nee, das ist ja genau das Gegenteil. Ja? Man muss da heimisch werden, das braucht einfach seine Zeit. Das ist auch nicht schlimm, ja? Hat auch Gott Verständnis für. Wir müssen nicht sofort perfekt werden im Glauben. Der Perfektionismus bringt uns um. Ja? Auch gerade die Deutschen, vielleicht die Österreicher auch, ich weiß es nicht. Ja? Gerade so die hellhäutigeren Menschen. Ja? Bei den Dunklern ist das alles ein bisschen let it flow. Ja? Bei uns ist das oft so. Und manchmal denke ich, vielleicht können wir auch einfach sagen, Herr Jesus, ich komme mit meinen Glaubensanstrengungen einfach ans Ende. Ich packe das nicht. Ich lege dir meinen Glauben hin. Hier ist er. Nimm du den in deine Hand. Ja? Mach du das, bring du das zu Ende. Ich verstehe auch nicht alles. Manches ist mir auch schleierhaft. Ich kriege auch manche Enden da nicht zusammen. Und irgendwie, mach du das doch. Und ich glaube, dass das Glaube ist. Das ist ja Vertrauen. Ja? Führ du das. Und einfach diese Entlastung dürfen wir haben. Die müssen wir uns manchmal nehmen. Dass wir sagen, mir ist das alles zu schwer, mir ist auch zu kompliziert. Und ich glaube an dich, das ist wahr. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und das genügt. Ja, und was ich jetzt machen muss und was ich einhalten muss und wie jetzt dies und jenes zusammenhängt und die Ewigkeit zusammen mit der Zeitlichkeit zu bringen und die ganzen Theologien, was im Internet alles kommt, muss ich jetzt einen Sabbat halten? Ja, das mal alles einfach mal beiseite tun. Wirklich. Einfach mal sagen, Herr, ich lege dir meinen Glauben hin. Das ist ja eigentlich dein Glaube. Ja? Du hast es angefangen, bringst es auch zu Ende. Bitte, wir machen das ja nicht aus Gottlosigkeit. Ja? Sondern vielleicht manchmal einfach aus Hilflosigkeit. Wir sagen, Herr Jesus, hier ist es. Luther hat gesagt, ich bin ein Bettler, das ist wahr. Luther. Ja. Und das ist die Haltung, die wir für Jesus haben dürfen. Und wenn Zeit ist, dann zeigt uns der Herr auch das eine und das andere. Und dann schließen sich Kreise, dann versteht man langsam Dinge. Und manchmal überfordern wir uns einfach. Wir meinen, wir müssten jetzt auch 100% alles erfassen und alles verstehen. Ja, das ist, ich verstehe auch nicht alles. Ja, hier diese Frage, wo Jesus sagt, größere Werke als ich zu tun. Ja, das ist für mich, was ich mich erinnere, ist meine Mutter. Ich habe heute Nacht nachgeguckt.
Ich habe in meinem Bibelprogramm auch so eine ähnliche Aussage getroffen, dass das also irgendwie damit zusammenhinge. Aber ob es das, mich befriedigt die Antwort nicht, mir geht es wie dir, ja? Das ist eine offene Frage für mich. Aber wie sagt der Luther, ziehe ich meinen Hut, grüße und gehe vorbei. Ja? Und wenn der Herr will, vielleicht nächstes Jahr, sagst du zu mir, ich habe die Antwort, ja? Und ich sage, oh super, ja, jetzt verstehe ich das. Und so ist einer dem anderen halt gut und wir helfen uns auf dem Weg des Glaubens. Ja? Und manchmal ist es einfach gut, man lässt es einfach. In Aachen war ich lange zum Studieren und wir hatten eine Schwester, die hatte ein Restaurant und das Restaurant war an einer, wie sagt man dazu, an so einem Pferdehof. Und von dem Restaurant konnte man in diesen Parcours reinsehen, da mit Sägemehl, wo die Pferde immer laufen. Die Aachener Chio, so, die sind ja schwer mit Pferden dazu gegangen, immer die Öscher. Ne? Und dann war ich bei ihr, habe sie da besucht und haben sie ein bisschen unterhalten. Und ich gucke so aus dem Fenster raus und da war eine Frau mit einem recht teuren Pferd. Also sah zumindest so aus, ja, ist die da geritten. Und das Pferd so, also richtig für ein Chio vorbereitet, ja. Also Kopf hoch, gerade und gelaufen nach rechts und nach links so. Und dann ist die mit dem Pferd da so ein paar Runden gedreht. Und dann irgendwann hat die Zügel schießen lassen. Dann ist der, ich kann da gar nicht nachmachen, ja. Da ist der so, ist der da so rumgelaufen. Und dann an der Zeit hat die Zügel wieder angezogen, ja. Und nachher kam die ins Restaurant und ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Dann hat sie gesagt, das muss man tun, weil die Tiere sonst glauben, die werden dort nur gepeinigt und gequält, ja, in diesem Parcours. Deswegen muss man denen schon mal die Zügel schießen lassen, das einfach mal, das Pferd mal, lass das Pferd mal Pferd sein, gib dem doch mal Zeit, als ob Gott sowas mit uns nicht auch macht. Aber wir wollen immer, oh, und wenn ich das nicht mache, ja? Versteht ihr? Das macht uns kaputt. Das ist doch kein Glaube, ja? Und deswegen im guten Glauben, im Vertrauen auf Gott zu sagen, Herr, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich, ich gehe mal Sonntagmorgen spazieren im Wald. Das darf man tun, ja? Ich plauder, gell? Aber in der Bibel findet man das auch. Die Apostel fahren mit dem Schiff von einem Ort zum anderen und der Paulus sagt, ich gehe zu Fuß, ich steige mal aus. Und dann geht Paulus praktisch über diese Landzunge drüber. Ich müsste jetzt gucken. Ich habe in Korinth, ja? Und das steht in der Apostelgeschichte. Also die fahren mit dem Schiff um diese Landzunge rum und nehmen ihn an der anderen Stelle wieder auf. Und der Paulus steigt aber aus dem Schiff aus und nimmt die Landroute. 2-3 Tage ist er da allein. Der brauchte mal Zeit für sich. Der hat mal abgeschaltet. Das hilft vom Burnout, ja? Und im Glauben ist das auch gut. Wir müssen nicht immer 100% und glauben, wenn ich das nicht mache, ist der Herr böse mit mir. Nee. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die Freude geht kaputt, wenn wir nur immer auf 100% laufen müssen. Ja? Ich sage euch das mal einfach so. Ich sage, ich schlafe viel, ja? Weil ich viel arbeite. Und bei einem der letzten Bibeltage habe ich auch darüber gesprochen, da kam nachher ein Bruder zu mir und sagte, er hat einen Burnout gehabt. Einen frommen Burnout. Ja? Der hat eine große Firma, war eingeladen oft und hat auch viel mit Politikern zu tun gehabt, die er auch kennt. Und dann ist man natürlich auch ein gefragter Redner und der hat die Termine alle zugesagt. Und dann irgendwann war einfach die Batterie leer. Das ist ja normal, ja? Ist auch nichts Geistliches, ist was ganz normal Seelisches. Ja? Also wenn ein Christ jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt so einen 24-Stunden-Marsch machen müsste, so wie bei der Bundeswehr früher, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie einen Sehnenriss, weil ich bin das nicht gewohnt. Ja? Und ihr vielleicht auch nicht. Dann kann man den Körper also einfach überlasten, auch als wiedergeborener Christ, natürlich. Und die Seele ist auch nichts anderes. Die Seele ist auch irdischer Natur. Der Geist Gottes ist himmlischer Natur. Ja? Aber wir bestehen halt aus Seele und aus Geist, Seele und Leib. Ja? Und die Seele kann man auch überfordern. Dann bricht die auch. Natürlich. Und es ist gar nichts Ungläubiges oder dass Gott nicht stark genug wäre oder wir im Glauben nicht stark genug sind. Das ist was ganz Normales, was ganz Übliches. Ja? Wir müssen ja auch immer noch trinken und immer noch essen. Ja? Das ist alles irdisch und das ist okay und das kann auch und darf auch alles sein. Das soll alles im Rahmen sein, aber dann ist gut, ja. Und diese Lebensnüchternheit, die darf man einfach bewahren, ja. Und im Glauben, denke ich auch, so als kleiner Ausflug, muss man manchmal einfach sagen, ich wünschte, es wäre besser mit mir, ja. Ich bin halt Fleisch. Und nicht als Entschuldigung, um faul zu sein oder für die Welt, ja, sondern einfach, weil es ist einfach ehrlich. Und das entlastet sehr. Und das gibt auch wieder Kraft und auch Möglichkeit, wenn der Herr vielleicht mal einfach fordert, einfach Dinge auch mal durchzubeißen. Das gibt es auch. Richtig durchzubeißen. Hart durchzukämpfen. Ja, bis sinkt in den Ohren. Ja, das gibt es auch. Und es gibt auch Zeiten, wo wirklich Disziplin gefragt ist im Glauben und wirkliche Glaubenshingabe, das gibt es auch. Aber die Balance zwischen den beiden, das ist halt wichtig. Ja? Und die dürfen wir nicht verlieren, einfach in Glaubensnüchternheit. Ja?
Okay, jetzt wir müssen wieder zurück zum Hebräer. Ja. Das Wichtigste, aber vielleicht gehört es auch irgendwie dazu. Ja? Vielleicht, das ist ja wichtig auch für uns, ja? Dass wir die Freiheit auch haben dürfen. Das Wichtigste von all dem ist aber, wir haben einen hohen Priester und er dient als Priester in dem einzig wahren, das ist einzig wahre Heiligtum. Oh lala. Könnt ihr euch da vorstellen, die Rabbiner, was sie da gesagt haben? Oh, ja? Wie das einzig wahre Heiligtum vom Herrn selbst, ja? Ist das mit Israel vielleicht auch so, dass Israel vom Herrn selbst gegründet werden muss? Das sagen auch manche orthodoxe Juden. Sind nicht alle Juden sind Zionisten. Bei weitem nicht. Großer Teil der Juden sagt, Israel muss der Messias gründen. Steht in Sacharja. Nicht aus England mit der Balfour-Erklärung. Ja? Das ist voreilig. Also gibt es auch, gibt's alles Mögliche da, alle möglichen Strömungen. Also Christus dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst gemacht ist und nicht von Menschen. Ja? Okay, das ist unser Thema. Wo kam denn das Gesetz her? Naja, das ist vom Sinai. Okay? Gott hat es Mose gegeben. Für wen galt denn das Gesetz? Für Israel? Nur für Israel? Ich war auch deiner Meinung. Das hört er auch überall. Seid ihr einverstanden? Ja? Es galt für Israel und für den Fremdling. Einerlei Gesetz sei dem Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt. Aber mir ging es wie dir. Ich meine, ihr hört es auch überall. Ihr hört es überall. Es heißt überall, das Gesetz ist nur für Israel, sagen die heutigen zionistischen orthodoxen Juden. Warum? Weil ihr seid Goy. Ihr seid Goyim. Ihr dürft das Gesetz gar nicht lesen ohne Rabbi. Da steht die Todesstrafe drauf. Ihr dürft ja die Bibel nicht aufmachen. Ihr habt ja Altes Testament aufgeschlagen. Das dürft ihr nicht. Ja? Und Neues Testament dürft ihr auch nicht lesen, weil es ist gelogen. Ja? Es gibt auch kein Neues Testament. Weil das Alte Testament nicht alt ist. Der alte Bund gilt noch. Und, bitte? Das ist richtig. Ja, das sind beides Gesetzesreligionen. Und die sind sehr streng. Und in vielem ist das fast wie die Scharia. Das glaubt man nur nicht, aber das ist so. Ja? Aber wir dürfen aus dem Evangelium nicht eine Gesetzesreligion machen. Das ist eine ganz schlimme Sache. Ja? Das dürfen wir nicht tun. Aber das Gesetz ist für Israel und für den Fremdling. Das Gesetz, wie Gott das Gesetz gegeben hat, war gut. Warum? Weil die umliegenden Völker wild umeinander gelebt haben. Ohne Regeln. Der Stärkere hatte Recht. Faustrecht. Wenn du irgendwo Streit hattest, dann hast du dir eine Keule genommen und wer fest dazuhauen konnte, der hat Recht bekommen. Das waren die Völker um Israel herum. Das wollte Gott nicht. Deswegen hat Gott seinem Volk ein Gesetz gegeben und hat gesagt, wenn jemand dem anderen was gestohlen hat, dann soll der das vierfach wieder gut machen. Wenn ihr einen stößigen Ochsen habt und der verletzt jemand, dann musst du das wieder gut machen und der Ochse, der muss sterben dafür. Ja? Das heißt, Gott hat da ganz genaue Vorgaben gegeben, was passieren muss, wenn jemandem Schaden zugefügt wurde. Was ein Gesetz ist zwischen Mann und Frau in der Ehe, was auf dem Acker gilt und im Geschäftsleben gilt und auch, was im Gottesdienst gilt. Also das Gesetz hat einen kultischen Teil, einen sozialen Teil und einen moralischen Teil. Ja? Der kultische Teil betrifft den Tempeldienst und der soziale Teil betrifft das Verhältnis der Menschen untereinander und der moralische Teil betrifft das Herz und auch die Stellung des Menschen vor Gott. Das ist das Gesetz. Und dieses Gesetz hat Gott Israel gegeben und das Gesetz war gut. Heilig, gerecht, sagt Paulus. Nur können wir es nicht halten. Den kultischen Teil, weil kein Tempel mehr da ist und weil wir auch keine Juden sind. Wir sind die Jaffetiten, wir sind keine Semiten, wir sind aus Jaffet. Ja? Und den sozialen Teil, da haben wir eigentlich unsere soziale Gesetzgebung selber. Ja? Das ist auch in manchen Teilen einfach veraltet, weil es ganz andere Kulturen gewesen sind. Aber den ethischen Teil, den moralischen Teil, den meint Paulus im Neuen Testament, wenn er vom Gesetz spricht als Sammelbegriff. Ja? Das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und er sagt, dieses Gesetz, das verurteilt uns, das geht in den Menschen hinein und urteilt ihn ab. Herzensgedanken, Sinne, was im Menschen los ist. Den Teil meint Paulus, nicht den kultischen Teil des Gesetzes. Ja? Das meint Paulus, wenn er vom Gesetz spricht. Das muss man ein bisschen auch wissen und auch verstehen. Aber das Gesetz selber, als Gott das gegeben hat, war, dass Gott sagt, für mein königpriesterliches Volk will ich ein königpriesterliches Gesetz.
was alles regelt. Und das ist für die Juden dann irgendwann zum Heilsbringer geworden, dass sie Buchstabe für Buchstabe haben versucht, das alles zu halten und zu ziselieren und zum Gesetz noch Gesetze dazu zu machen, bis man so einen Talmud hat, ja? so einen dicken Band von wie viel Büchern, die man dem Gesetz ergänzt hat. Aber das Gesetz war eigentlich dazu da, um dass das Volk Israel, dass das nicht so wild und ungezügelt lebt wie die anderen Völker. Und ihr seht es auch zum Beispiel, also die Perser, selbst die Perser haben nicht die Daten aufgeschrieben, wann Darius zum Beispiel König geworden ist, ja. Das lief einfach so an denen vorbei. Aber Israel hat aufgeschrieben, im 5. Jahr des Königs Josia wurde im Nordreich König der und der und der regierte so und so lang. Und dann kam im Südreich der und der König und der regierte so und so lang. Das waren Priester, das waren kluge Leute, das war ein Priestervolk. Die haben Geschichte aufgeschrieben. Ja? Die Perser haben das lange nicht gemacht, die Babylonier auch nicht. Ja? Selbst die Ägypter nicht, da rätselt man ja heute noch rum, welcher Hytaspis wann irgendwo Pharao gewesen ist. Ja? Aber Israel hat das ganz genau aufgeschrieben. Ja, und Gott wollte, dass dieses Volk auch so gefügt wird und geführt wird durch dieses Gesetz, was Gott dem Israel gegeben hat. Und das Ziel des Juden, das Ziel des Jüdischseins ist, das Gesetz möglichst gut zu halten. Ja, das ist das Ziel des Jüdischseins. Das Ziel von Paulus war, mit dem Gesetz zu Christus hinzutreiben. Ja? Das Ziel des Jüdischseins war schon das Gesetz. Das Ziel im Christsein ist Jesus, zu dem mittels des Gesetzes hingetrieben wird, weil das Gesetz uns nämlich verurteilt und zeigt, wer wir in uns drin sind. Welches Gesetz denn? Zum Beispiel, lass dich nicht gelüsten. Eins der 10 Gebote, nimmt Paulus in Römer 7. Warum? Weil das in den Menschen geht. Du sollst nicht stehlen, das kann man sich schon mal so unterdrücken. Ja? Man bindet sich halt die Hand auf den Rücken dann, ja? Oder nicht ehebrechen, kann man auch irgendwie halbwegs umgehen, sage ich mal, ja. Aber sich nicht gelüsten lassen, das geht in die Begierden rein. Da ist man nicht mehr Herr über diese, das überfällt dich wie ein Blitz. Das heißt, Paulus nimmt eins dieser 10 Gebote, was kein äußeres Gebot ist, sondern ein zutiefst inwendiges. Und daran scheitert er. Daran scheitert er. Das ist der Gedanke. Und das kommt aus diesem alten sinaitischen Gebot. Ja? Nur mal so als kleiner Ausflug, dass man ungefähr so ein bisschen weiß, wo es darum ging. Ja? Also das Gesetz galt für den Einheimischen und gilt für den Fremdling. Für welche Priesterordnung galt das Gesetz? Naja, für die aaronitisch-levitische Priesterordnung. Ja? Dann ist die Frage, wer ist unser hoher Priester? Jesus. Also hat sich das Priestertum geändert. Ketzerei, gell? Wir machen gerade Ketzerei, das muss euch klar sein, ja? Das darf man normal nur in Katakomben sagen, ja? Ja? Nach welcher Ordnung war denn Jesus hoher Priester oder ist nach der Ordnung Melchisedeks? Jesus ist übrigens Priester und noch nicht König. Hört ihr aber ganz oft, vor allem in charismatischen Gemeinden, Pfingstgemeinden, Jesus ist König. Die Königsherrschaft Jesu fängt an, wenn er auf den Ölberg kommt. Dann wird er in Jerusalem zum König eingesetzt, zum Priesterkönig. Priester ist er heute schon. Seit wann denn? Seitdem er Priesterdienst auf Golgatha getan hat, seitdem er gestorben und auferstanden ist. Spätestens seit Pfingsten ist Christus Priester für seine Leibesgemeinde. Er ist unser hoher Priester. König über die Welt ist er noch nicht, wird er aber werden. Ja, wird kommen. Und in den schwärmerischen Kreisen zieht man das gerne vor, weil wir wollen jetzt schon. Wir wollen jetzt schon Heilung, wir wollen jetzt schon Zeichen und Wunder, wir wollen jetzt schon sehen, wir wollen jetzt schon schmecken. Wir wollen jetzt schon fühlen, wir wollen jetzt schon haben. Und deswegen zieht man dieses Königtum vor. Schleicht sich so ein bei den Christen, findet ihr aber nicht. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo Paulus dem Timotheus von dem König schreibt. Ja? Man kann das nie so ganz mit der Schere schneiden. Aber im Großen und Ganzen muss man mit Zacharia sagen, das Königtum Christi, das bricht erst noch an. Das wird auch die ganze Welt erfassen. Dann ist er Königpriester. Ja? Müsst ihr die Zacharia-Stelle jetzt sehen. Aber nur mal so als Gedanke, dass man so ein bisschen überlegt, was man so liest und hört. Ja? Okay, ist die Priesterschaft Christi ewig? Ja. Dann kommt auch die alttestamentliche nicht mehr, oder? Das würde bedeuten, im tausendjährigen Reich wird ja wieder ein Tempel gebaut, nach meinem Verständnis mal. Ja? Dann würde dort auch nicht das aaronitisch-levitische Priestertum gelten, sondern das Priestertum Christi, ja? Weil es ist ewig. Wie das ausgestaltet ist, müsste man sich dann anschauen, ja? Aber das wird nicht mehr kommen. Ja? Der Herr hat gesagt, es wird ihn nicht geräumt, du bist ein Priester in Ewigkeit. Das steht im Psalm 110 schon. Das ist das Alte Testament. Ach, das Alte Testament erklärt schon, wer der Melchisedek ist,
Ja, eigentlich gibt es da eine Ordnung Melchisedeks. Hat der David sich ausgedacht, oder? Nee, hat er geweissagt. Also den Juden könnte man sagen, in eurem Psalm 110 steht, dass der Herr geschworen hat, es wird ihn nicht gereuen, du, nämlich der Sohn Gottes, du Christus, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also man findet diese Auslegung, dass Christus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten. Das finde ich großartig. Da wird ja das Alte Testament zum Neuen Testament. Na ja, klar. Ja, wenn wir das mit Gottes Geist verstehen, könnten wir die Priesterschaft Christi aus dem Alten Testament predigen. Das meine ich, wir brauchen das Neue Testament nicht. Ja? Ich nehme das sofort wieder zurück, was ich da gesagt habe. Ja? Aber wenn wir das Alte Testament gut kennen und mit Gottes Geist das auslegen, dann können wir das Evangelium aus dem Alten Testament predigen. Ja? Und die Zuhörer können das im Neuen Testament nachschlagen, ob das im Neuen Testament auch so steht. Und wenn das so ist, dann hat man das geprüft, dann kann man das glauben. Ja? Eine kurze Zwischenfrage. Ja? Wozu ein neuer Tempel im tausendjährigen Reich, wenn dieser Tempel, der jetzt da ist, der Leib Christi, Christus ist der, ja, Tempel, ewig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass man im tausendjährigen Reich so glaubt wie im Alten Testament. Und ich glaube, dass man im Zeitalter der Gemeinde nicht so glaubt wie im Alten Testament. Im Zeitalter der Gemeinde sind wir wiedergeboren. Im Zeitalter der Gemeinde haben wir einen alten Menschen und schon einen neuen. Wir haben einen Menschen nach Adam und einen Menschen in Christus. Und das gab es im Alten Testament nicht. Es gab im Alten Testament keine Wiedergeburt. Ja? Wiedergeburt gab es zum ersten Mal zu Pfingsten in Jerusalem. Ja? Und Wiedergeburt wird es so lange geben bis zur Entrückung. Dann ist die Gemeinde vollständig. Alle die von oben herab gezeugt sind, das gab es im Alten Testament nicht, von oben herab gezeugt. Nein, ja? Im Alten Testament gab es nur, halte das Gesetz. Du und der Fremdling, der bei dir wohnt. Es gab keine Wiedergeburt. Das könnt ihr auch sehen im Psalm oder so. Niemand hat geschrieben von der Diskrepanz zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Das ist paulinisch, das ist Neues Testament. Findet ihr nur im Neuen Testament. Henoch. Bitte? Henoch. Henoch, Schattenbild. Ich bin aber einverstanden, ja. Also man hat im Alten Testament immer diese Vorgaben. Das ist natürlich jetzt ein heftiger Schnitt. Das führt zu der Frage hin, die du stellst mit dem Tempel, ja. Im Alten Testament, der Jude im Alten Testament sollte nicht den Messias darstellen, sondern auf den Messias warten. Ist das so? Natürlich. Nirgendwo im Alten Testament steht, dass sie den Messias darstellen sollten. Im Neuen Testament steht das. Die Christen sollen Christus darstellen. Ja? Aber dann sind wir ja auch ein königliches Priestertum. Einverstanden. Während Israel ein priesterliches Königtum war. Für uns ist Jesus schon König, aber in der Welt noch nicht. Ja, gut, ich bin einverstanden. Ja? Ja. Also der Petrus sagt zu der Gemeinde Jesu, ihr seid ein königliches Priestertum, mit Betonung auf Priestertum. Mose sagt zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum, mit Betonung auf Königtum. Für Israel gilt die davidische Königslinie, für die Gemeinde gilt die christliche Priesterlinie. Ja, das ist ein Unterschied. Natürlich wird Königtum und Priestertum in Christus zusammengefasst, weil er ja ein Priester nach der Weise Melchisedek ist, Melech Zadok, Herrscher und Priester, König, Priester, ja, das ist so. Und die Ähnlichkeit zwischen Israel und der Gemeinde ist auch da. Aber im Neuen Testament, wir haben einen sehr besonderen Glauben, wir haben eigentlich einen anderen Glauben als Israel. Denn Israel sollte das Gesetz halten und auf den Messias warten. Jetzt sage ich was Heftiges. Wir sind Messias. Das ist heftig. Ich sage es ein bisschen vorsichtiger. Wir sind in Christus. Ja? Ich kann auch sagen, wir sind der Leib Christi. Da argwöhnt niemand von euch. Ja? Aber wenn ihr das im Gegensatz setzt zu Israel, Israel sollte auf das Kommen des Messias warten. Wenn der Messias für Israel kommt, werdet ihr dabei sein. Sagt das die Schrift? Dann ist die Berufung der Gemeinde aber viel höher als die Israels. Ja. Dann ist unser Glaube aber viel mehr als der Glaube Israels. Ja, aber bestimmt. Dann sind wir ja in einer vollkommen anderen Heilsordnung. Natürlich.
Wir haben nicht den Tempel, wir sind Tempel. Und, ja, ja, bitte? Ja, ja. Das meintest du gestern, weil du sagst, von zwei Ebenen, einmal die Ebene der Wiedergeburt. Das, genau, ja, genau, ja. Das heißt, im Alten Testament gab es nur den Gottesmenschen. Der sollte das Gesetz halten und auf den Messias warten und auf die zukünftige Welt, aufs tausendjährige Reich. Und eigentlich war die Überlegung so, Altes Testament, Könige, David, dann sollte der Sohn Davids kommen, Christus, und wenn sie ihn angenommen hätten in Jerusalem, wäre das tausendjährige Reich angefangen. Jesus kam dann nach Jerusalem als König. Freue dich, Zion, dein König kommt zu dir. Der davidische König kommt, der Lieblingskönig Gottes kommt, Jesus. Und der bietet sich als König an. Aber sie verwerfen ihn. Genau, die Geschichte kennen wir. Jetzt denken wir mal alttestamentlich. Angenommen, sie hätten ihn angenommen. Das ist der Messias. Was wäre denn dann passiert? Dann wäre Israel Weltmacht geworden. Dann wäre das tausendjährige Reich angefangen. Dann hätte das Priestertum Jesu Christi angefangen. Ja? Ja gut, sagt meine Frau, dann gibt es aber gar kein Golgatha. Das stimmt. Da gibt es ja gar keine Erlösung für uns. Exakt. Ja, da wäre ich ja gar nicht dabei. Dann kann das ja nicht sein. Ich bin der Mittelpunkt der Welt, denken viele Christen, ja? Ja? Aber das ist die alttestamentliche Perspektive. Jetzt ist aber erstaunlicherweise Folgendes passiert. Jetzt hat Israel unfassbarerweise seinen Messias verraten und gekreuzigt. Unglaublich. Dafür hat Gott sie gestraft. Und zwar heftiger, hat sie 2000 Jahre aus dem Land geführt. Aber nach vorbedachtem Ratschluss, sagt Petrus, da ist Gott kein Lapsus passiert, ja? Sondern dadurch ist uns allen das Heil geworden. Und zwar nicht nur uns Heiden, auch Israel. Der Messias-König wurde geopfert. Unglaublich, das ist unglaublich. Was wir glauben, ist unglaublich. Und die ganze Tragweite, die ganze Größe dessen, was die Bibel uns hier erzählt, die wird erst langsam, taucht die vor unseren Augen auf. Ja? Dass die Königreichslinie Gottes, die hat Aufschub erlitten. Die ist abgebrochen in dem Punkt, wo Jesus nach Jerusalem reinreitet, auf einem Esel übrigens, ja? Nicht auf einem weißen Schimmel wie in Offenbarung, in Demut, ja? Und als Israel ihn verwirft, hört das Königreich Jesu Christi auf. Und etwas anderes fängt an. Und wenn er auf den Ölberg kommt, dann wird die Königreichslinie fortgesetzt im tausendjährigen Reich. Und dann haben wir sowas hier. Altes Testament, Davids Sohn kommt, Christus, und der Übergang ins tausendjährige Reich. Eins. Aber die Bibel zeigt, nee, da ist die Gemeinde Jesu zwischen. Ja? Wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg, und das fing in Jerusalem an, ging zu den Heiden und geht wieder nach Jerusalem. Und wenn die Gemeinde entrückt ist und Christus auf den Ölberg kommt, dann findet das wieder ineinander. Und man sieht keinen Riss. Das bleibt in eins. Und die Gemeinde ist ein Geheimnis. Bis heute. Exakt. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ein Erlöser zu Zion kommen, der das gottlose Wesen abwende von Jakob. Das ist Römer 11, 27. Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird ein Erlöser zu Zion kommen oder von Zion kommen, aus Zion. Ja? Paulus hat das nicht so ganz richtig zitiert aus Jesaja, aber es ist nicht so tragisch. Ja? Der war ja im Gefängnis, der arme Mann. Aber er meint diese Stelle in Jesaja. Wann kommt denn der Erlöser zu Zion? Na, zweimal, oder? Einmal vor 2000 Jahren. Das kann Paulus damals aber nicht gemeint haben, weil es war ja da schon 30 oder 20 Jahre vorbei. Ja? Also spricht er von der Zukunft. Christus, der Erlöser, kommt zu Zion. Wann? Auf den Ölberg. Ach so, ja, aber wenn Jesus auf den Ölberg kommt, dann war die Entrückung doch schon. Ja. Die muss ja gewesen sein, weil die Gemeinde kommt ja mit Christus auf den Ölberg. Ach, jetzt haben wir langsam eine zeitliche Einordnung von Römer 11, 27. Es gibt gerade eine Predigt, die ist jetzt nicht so wichtig dann. Okay, also Paulus sagt, jetzt hört nochmal genau hin, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird ein Erlöser zu Zion kommen, der da abwendet das gottlose Wesen von Jakob, damit aus Jakob Israel wird. Das heißt, Christus kommt auf den Ölberg wieder, um das, was dann noch übrig ist aus Jakob, zu sich zu holen und Israel daraus zu machen, um das tausendjährige Reich zu beginnen. Jetzt haben wir eine zeitliche Einordnung, dass Römer 11, 27 von einem Zeitpunkt spricht nach der Entrückung. Ja, dann wird Israel Jesus erkennen.
aber nicht so wie wir im Geist, im Glauben, sondern weil sie ihn physisch sehen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, werden sie sagen. Ach so, das heißt also nicht ganz Israel wird wiedergeboren werden. Nein, nein. Israel wird Christus erkennen, wenn er auf den Ölberg kommt. Wenn Israel endlich seinen wahren Messias sieht, von dem wir ein Teil sind, haben wir eben gesagt. Das ist eine andere Perspektive, die Paulus da hat. Und das wird so oft aus dem Zusammenhang gerissen, weil man sagt, ja, Israel wird sich irgendwann zu Jesus bekehren. Ja, aber nach der Entrückung. Das würde aber, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt, müssten wir sagen, okay, wenn die Gemeinde eingeschoben ist in diese davidische Königreichslinie, wenn diese priesterliche Geschichte der Gemeinde eingeschoben ist, wenn die Gemeinde Jesu aus Juden und aus Heiden besteht und den priesterlichen Schwerpunkt hat, dann hat die Gemeinde auch einen anderen Glauben. Was ist das denn für ein anderer Glaube? Das ist etwas, wo jemand wiedergeboren wird, wo jemand von oben herab durch Gottes Geist gezeugt wird. Das gab es im Alten Testament nicht. Im Alten Testament, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, ja, nur weil ihr das jetzt vielleicht besser hört. Im Alten Testament gab es nur den Gottesmenschen. Der sollte das Gesetz halten und auf den Messias warten. Im Neuen Testament sollen wir den Messias darstellen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Gedanke, deswegen mache ich das hier heute. Wir haben einen sehr exklusiven, einen sehr besonderen Glauben, einen himmlischen Glauben. Wir sind vom Himmel herabgezeugt. Jesus sagt zu Nikodemus, niemand fährt hinauf gen Himmel, der nicht zuvor vom Himmel herabgekommen ist. Ja? Das ist der Sohn Gottes, der im Himmel ist. Jetzt sind wir ja vom oben herabgezeugt worden. Ja, dann müssen wir auch wieder nach oben. Wie denn? Ja, mit der Entrückung. Ach so, deswegen gibt es eine Entrückung der Gemeinde. Ja, natürlich. Die Gemeinde hört auf mit der Entrückung. Warum? Weil die in den Himmel gehört. Also muss die hinaufgehoben werden. Ja? Und so wie Christus aufgefahren ist, so werden auch wir bei der Entrückung auffahren. Und er kommt uns ja entgegen. Das ist so eng mit Jesus. Wir sind mit Jesus unterwegs. Er ist unser Heil und wir sind ein Teil von ihm. Wir verschmelzen. Luther sagt, wir sind verbacken mit Christus. Wir sind ein Teig mit Christus. Ja? Exakt. Exakt, ja, ein Fleisch, so werden wir ein Geist. Adam sieht im Paradies Eva und sagt, das ist ja Bein von meinem Bein. Ja? Christus sieht die Gemeinde und sagt, das ist ja Geist von meinem Geist. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern im Fleisch, sondern wir leben im Geist. Wir verstehen, wir dürfen ein Teil des Messias sein, wir dürfen Tempel sein. Und wenn Gott einigen aus der Gemeinde Gnade schickt, werden sie auch Opfer sein. Das ist aber für die westliche Christenheit zu hart. Das ist mehr für Iran, Pakistan, Nordkorea. Die verstehen, was das heißt. Ja? Und die werden in der Gleichform Christi sein. Und das findet ihr auch bei Paulus, Ende vom Galaterbrief, dass der Paulus sagt, ich trage die Wundmale Christi an meinem Leib. Der ist also, das ist, finde ich, auch ein Geheimnis, das ist auch nichts Katholisches, das ist auch nichts Mystisches, ja, aber das ist eigentlich die Vollendung dessen, was Paulus sich gewünscht hat, im Vollmaß Christi zu sein. So würde ich das beschreiben wollen. Das heißt also, wenn das tausendjährige Reich kommt, gibt es da keine Wiedergeburt mehr, sondern die glauben so, wie man im Alten Testament geglaubt hat, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die glauben an Jesus. An den. Einverstanden. Ja? Er sieht, Jesus kommt ja leiblich. Für mich ein großes Geheimnis. Die Gemeinde kommt leiblich, ein großes Geheimnis. Müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen für, ja? Also ihr seht, die Gemeinde Jesu ist eine himmlische Struktur und der Gottesgeschichte würde nichts fehlen, wenn die Gemeinde Jesu nicht drin wäre. Diese alttestamentliche Geschichte kennt einfach nur die Ankündigung des davidischen Gesalbten, der kommt und der Frieden auf die Welt bringt. Millennium. Sabbat-Jahrtausend, Friedensreich. Das sagen die Rabbiner. Die sagen, euer Jesus hat auf den Krieg gebracht. Das Schwert, Teilung, Holocaust, das sagen die. Unser Maschiach bringt den Frieden. Ja, unserer auch. Ja. Aber er kam halt zweimal. Ich will damit nur sagen, im Tausend, und damit kommen wir eigentlich, jetzt haben wir lange gebraucht, gell? Wenn im tausendjährigen Reich wieder so ein Tempel gebaut wird, in dem übrigens nicht alle Opfer des Tempels geopfert werden, sondern nur bestimmte Opfer, ja, dann ist das im Prinzip wie eine Art alttestamentlicher Gottesdienst. Und Israel wird dann auch priesterliche Aufgaben wieder haben, irdisch. Die Gemeinde wird priesterliche Aufgaben himmlisch haben. Ja? Zur gleichen Zeit. Aber sollen wir nicht mit Jesus
Ja. Abgesondert, ausgesondert, damit wir diesen Frieden in die Welt bringen können. Durch Christus. Ist unsere Aufgabe, ja, aber wir sind auch immer noch im Fleisch. Ja? Und diese Mischung haben wir immer noch und das ist auch ein Kampf, den wir haben. Und der Kampf, der bleibt. Ja? Also diese Nüchternheit müssen wir auch haben. Wir werden nicht perfekt. Wir sind aus Gottes Geist gezeugt, aber die alte Natur ist immer noch da. Paulus sagt, der Geist ist wieder das Fleisch und das Fleisch ist wieder den Geist, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja? Also das ist schon ein Kampf. Ich will nur ein bisschen weitergehen da noch. Aber das ist der Grund, warum ich glaube, da wird wieder ein Tempel gebaut werden. Übrigens viel größer als der salomonische und der herodianische Tempel, weil diese alttestamentliche Linie fortgeführt wird. Ja? Bitte, Bibelstellen ist jetzt nicht unser Thema. Ja? Will ich jetzt nicht so weit raus, aber wir können uns auch gleich noch ein bisschen behalten. Aber das ist eine Perspektive, die fehlt uns. Warum? Weil wir so neutestamentlich geprägt sind. Wir kennen das Alte Testament zu wenig. Und was wir auch nicht verstehen, ist, wie dieses Neue Testament aus dem Alten Testament entwickelt wurde. Das müssten wir mal nachvollziehen. Damit müsste man heimisch werden. Man müsste diese Heilslinien kennen. Es gibt Stellen in der Thomson-Studienbibel, gibt es eine Grafik. Da sieht man einen großen Fluss, wie dieser Fluss so hinbewegt aus dem Alten Testament zu Christus. Und da gibt es einen Flussarm und den anderen und die fließen dann zusammen. Und das eine ist der leidende Messias und das andere ist der herrschende Messias. Und es läuft zusammen dann irgendwann in Christus. Die haben diese ganzen Bibelstellen rausgenommen. Diese Dinge müsste man ein bisschen verinnerlichen. Dann lesen wir das Neue Testament tiefer, anders. Dann verstehen wir, die Gemeinde ist etwas. Wir sind nicht Israel 2.0. Sind wir nicht. Gott hat in Christus, Epheserbrief, Gott hat in Christus einen neuen Menschen geschaffen. Einen neuen. Und zu diesem neuen Menschen muss der Jude und der Heide muss zu diesem neuen Menschen erst werden. Ja? Das heißt also, in Christus gilt eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ein neuer Mensch. Aber ein Jude muss auch neu werden? Ja, natürlich, weil es eine neue Kreatur in Christus ist. Und wenn die Entrückung kommt, wenn die Gemeinde voll ist, wird die Gemeinde entrückt. Und dann kommt Christus mit der Gemeinde auf den Ölberg, dann kommt ein Erlöser zu Zion, der da abwendet das gottlose Wesen von Jakob, um daraus Israel zu machen. Römer 11, 27. Aber das sind Dinge, die ihr normalerweise nicht hört, leider nicht. Manchmal vielleicht gehen deswegen junge Leute auf die Bibelschule, weil sie dann ein bisschen weiterkommen wollen. Ja? Und man hört das kaum in den Gemeinden. Ja? Vieles ist irdisch, was ihr hört. Heilungen, gesund werden, gesund beten, Hände auflegen. Wie finde ich den richtigen Ehepartner? Wie finde ich den richtigen Job? Wie kann ich mein Leben gut organisieren? Wie kann ich mein Leben meistern? Wie kann ich meine Probleme lösen? Wie finde ich Sicherheit? Ja, das ist alles irdisch. Die hatten bei uns in der Gemeinde Gemeinde-Bibelschule, da war ein Pastor dort, der hat gesagt, es geht nicht um dich. Es geht um Gottes große Geschichte. In Christus, wo du teilhaben darfst dran, zu seinen Konditionen. Und man hat das Evangelium abgebogen, um die Konditionen der Zuhörer zu erfüllen, damit die auch wiederkommen. Das ist Laodicea. Ja? Das predigt den Menschen hinterher, die kommen, um denen irgendwas zu geben auch. Und das ist nicht das Evangelium. Wir müssen uns bekehren. Nicht das Evangelium muss sich zu uns bekehren. Wir müssen uns zum Evangelium bekehren. Wir müssen uns auf Gottes Gedanken einstellen und nicht er sich auf unsere. Sind wir so wenige? Ja, vielleicht, ja. Du meinst so allgemein. Ja? Aber dieser Gedanke ist ja nur ein Ausschnitt von dem großen Wurf, den wir jetzt mal so gemacht haben. Das ist ja nur mal der Anfang, dass man mal anfängt zu verstehen, was ist denn, müssen wir das Gesetz noch halten? Müsst ihr die 10 Gebote halten? Ja? Ja? Nein? Ja? Wie jetzt? Ja? Darf man das Gesetz auseinanderreißen? Nein. Nein. Dann muss ich die 10 dann reicht es aber nicht, die 10 Gebote zu halten. Dann muss ich alle Gebote halten. Oder? Warum darf ich das Gesetz nicht auseinanderreißen? Weil das ein monolithischer Block ist. Wer sagt das? Paulus im Galaterbrief. Der sagt, wer ein Gebot übertreten hat, ist das ganze Gesetz schuldig geworden. Das heißt, das ganze Gesetz gehört zusammen. Und wenn du auch nur ein kleines Gebot übertrittst und wenn es auch nur ein einziges Mal war und es ist schon 35 Jahre her, ist das vor dem Gott der Ewigkeit jederzeit präsent, weil er ständige Gegenwart hat
Und dann hast du das ganze Gesetz übertreten. Das heißt, wir dürfen uns nicht irgendwas aus dem Gesetz rausnehmen, auch nicht die 10 Gebote, und sagen, okay, die 10 Gebote halten wir. Und der Rest ist ja für Israel. Das darf man nicht. Ja, dann muss ich also sagen, okay, dann muss ich entweder das ganze Gesetz halten oder ich muss meine Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Petrus, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja? Jetzt haben wir aber Gesetz und Gnade. Und das ist unser Thema. Aber viele sagen, ja, ihr müsst die 10 Gebote halten. Ja gut, du sollst nicht töten. Wenn ich an Jesus glaube, Christus darstellen soll, von neuem geboren bin, tue ich das nicht. Ja? Ich tue das aber nicht, weil mir das vorgeschrieben ist, sondern weil das mein neues Wesen ist, mein Sein ist. Ich stehle auch nicht. Ja? Ich rede auch nicht falsch Zeugnis. Ich lasse mich auch nicht gelüsten. Ja, der alte Mensch immer noch. Oder? Der alte Mensch immer noch. Und jetzt wird es spannend. Der neue Mensch ist nicht unter Gesetz. Haben wir gestern kurz gesprochen von. Aber der alte schon. Und der alte stirbt nicht, weil er Krebs hat oder am Herzen, sondern weil er gesündigt hat. Um es noch genauer zu sagen, der alte Mensch stirbt, weil er das Gesetz vom Sinai übertreten hat. Ja? Nach diesem Gesetz vom Sinai, und ich muss vielleicht erst noch einen anderen Gedanken sagen, nur unser neuer Mensch ist frei vom Gesetz, der alte nicht. Der alte hat auch noch allerlei Unarten. Den alten sollen wir ablegen und den neuen anziehen. Ja? Paulus sagt aber hier nicht, halte das Gesetz, sondern er sagt, legt ab und zieht an. Paulus sagt auch nicht, halte das Gesetz, Paulus sagt, bringt Frucht. Paulus sagt auch nicht, halte das Gesetz und halte die Gebote. Paulus sagt, kreuzigt den alten Menschen. Warum? Weil das Jesus getan hat, oder? Auf Golgatha. Was soll ich denn dasselbe machen wie Jesus? Genau, ja, das sollst du. Warum? Weil du Christus darstellen sollst, ja? Ja, das sind die Linien, die die Bibel uns vorgibt. Nirgendwo steht, dass wir das Gesetz halten sollen im Neuen Testament, sondern dass wir Frucht bringen sollen. Wer bringt denn Frucht? Der lebendig ist. Jemand, der nicht lebendig ist, kann keine Frucht bringen. Paulus hat eine ganz andere Linie. Paulus gibt uns nicht Gebote. Paulus sagt, wenn ihr durch Gottes Geist lebendig geworden seid, dann bringt ihr Frucht. Hört das mal. Hört das mal. Jetzt machen Leute aber aus dem Fruchtbringen wieder ein Gesetz. Du musst ein bisschen mehr Frucht bringen, musst mehr glauben. Ja? Das ist genau das Gegenteil von etwas zu tun, der Glaube. Frucht bringen ist das Gegenteil von etwas zu tun. Ja? Frucht bringt man natürlicherweise. Ja? Bei uns im Garten haben wir einen Himbeerstrauch, ich erzähle das immer gerne. Und ich mag die Himbeeren gerne, weil die sind wie Bonbons für mich. Ja, dann gehe ich schon mal in den Garten und zopfe mir so ein paar Himbeeren. Meine Frau ist im Garten, ich sage, Anja, der Himbeerstrauch hat Himbeeren. Und sie sagt, ich weiß. Sag ich, warum hat denn der Himbeerstrauch Himbeeren? Sagt sie, habe ich keine Ahnung. Sag ich aber, weil das ein Himbeerstrauch ist. Der kann überhaupt nicht anders. Der bringt einfach Frucht. Warum denn? Weil er lebt. Wenn er keine Frucht mehr bringt, ist er ja tot. Wenn er lebt, bringt er Frucht, das ist ein Himbeerstrauch. Wenn ein Christ Gottes Geist hat, dann bringt er einfach Frucht. Schwach, ja? Aber der kann gar nicht anders. Hört das mal, das ist nicht Kampf im Gesetz, das ist nicht an, wir sind in der Sabbatruhe Christi. Schafe stehen auf der Weide und denen wächst einfach Wolle. Unglaublich, oder? Steckst, ja, oder? Jemand hat mal gesagt, wie kann das sein, dass eine braune Kuh auf einer grünen Wiese steht und Gras frisst und weiße Milch gibt? Wo ist denn die Farbe hin, ja? Ich habe das nicht beantwortet. Ja, aber ein Himbeerstrauch bringt einfach Frucht. Und Schafe, die kannst du nicht nehmen zum Pflügen. Du kannst auch Schafe nicht nehmen, um was in die Stadt zu transportieren. Die können nichts arbeiten, Schafe. Ja? Christen können auch nichts ab, die sollen auch nicht. Wir sollen in Frieden Christi sollen wir ruhen. Deswegen hat die Bibel dieses Bild der Schafe auf der Weide. Schafe kannst du keinen Sack draufbinden, die klappen zusammen, die sind müde, die können ja kaum ihre eigene Wolle tragen. Ja? Du kannst doch keinen Pflug an ein Schaf dranhängen. Ein Schaf steht da und es soll einfach gute Weide haben. Das sorgt ja der Schäfer auch für. Und dann das bringt einfach so Wolle, so ein Schaf. Das ist das Bild, was die Bibel hat. Und ihr hört in den Gemeinden immer, nein, ihr müsst zu Eseln werden. Ja, ich habe immer auch, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt habe oder morgen. Ja,
Dann kommt so ein Esel, kommt, der hat einen Sack auf dem Rücken und der trägt jetzt für den Müller das Korn in die Stadt, damit das gemahlen werden kann. Und der Esel kommt an so einer Schafweide vorbei. Und dann sagt der Esel, was ist das denn? Hängematten-Christentum. Was seid ihr denn für welche? Na, sagen die Schafe, wir sind Schafe. Aha, und was arbeitet ihr so? Nix. Was? Schaut mich an. Ich bin ein Esel. Mein Vater war schon ein Esel. Mein Großvater war schon ein Esel. Bei uns in der Familie sind alle Esel. Wir Schafe was. Wir haben einen Sack auf dem Rücken. Uns kann man zu was brauchen, gell? Aber ihr, das taucht ja nichts mit euch da. Das ist oft Verkündigung heute. Ich bin ein Esel, ich habe einen Sack auf dem Rücken. Musst du auch. Du musst was mitmachen. Du musst auch auf was arbeiten. Ein Freund von mir sagt, ich bin Katholik, aber nicht praktizierend. Ja? Praktizierender Katholik, das ist was. Praktizierender Christ, ein praktizierender Esel. Der ist so praktisch, der Esel. Aber die Bibel hat dieses Bild nicht. Ja? Die hat dieses Bild. Die Bibel hat für die Christen hat die der gute Hirte und die Schafe auf der Weide. Und die Schafe sind irgendwie mit Schafe kannst du nicht viel anfangen. Ja? Die bringen halt Wolle. Warum? Weil die leben. Wenn es vorher ein Esel war, dann. Ja. 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 Und der Esel ist halt nur gut, weil er irgendwas was schleppen kann und was tun kann. Und das ist Gesetz. Das ist nicht der Friede, den Christus für uns hat. Und ich denke oft so, wo wir da beim Thema sind, also so eine Parabel, ich habe die immer wieder mal erzählt. Der Bauer sitzt abends am Tisch und lädt seine Kinder ein zum Abendessen. Und er nimmt auch das Vieh aus dem Stall mit dazu. Den Esel, Ochs und Pferd, die sitzen in einer Parabel. Ja? So, und die fangen an, Abend zu essen. Und dann sagt das Pferd, du Bauer, ich ziehe immer den schweren Wagen in die Stadt. Aber deine Kinder da, die machen gar nichts hier auf dem Hof. Ja, ja, sagt der Ochse, und ich auch, ich muss dann einen Pflug ziehen oder keine Ahnung, was man mit dem Ochsen macht. Ja? Und der Esel beschwert sich auch und sagt, also wir arbeiten alle, wir sind nützlich auf deinem Hof, aber deine Kinder, außerdem essen die Marmeladebrote und trinken Milch, die müssen auch Heu essen wie wir. Und die müssen was arbeiten, sonst haben die kein Recht hier auf dem Hof zu sein. Ja? Und die Kinder sagen, wir können kein Heu essen, wenn wir Heu essen, das verdirbt uns den Magen. Wir brauchen Marmeladebrote und Milch. Ja? Und dann kriegen die ganz schlechtes Gewissen. Weil die sagen, ja, die haben ja eigentlich recht, so ein Ochse und so ein Pferd ist ja stark und ein Esel, ja, die tun, wir machen hier gar nichts, ja. Und der Bauer sagt zu dem Vieh, ihr seid Vieh und das sind meine Kinder. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, gehört der Hof meinen Kindern. Und das ist so. Und dann sind die eure Herren. Ja, und ihr seid hier auf dem Hof, um zu arbeiten, ja, weil ihr Vieh seid. Und das sind Kinder von mir. Und das ist im Evangelium auch so. Und wehe dem, der den Kindern Heu und Stroh zu essen gibt, ja. Und Ochs und Esel ausspannt dafür. Das geht nicht. Und so ein Bild findet ihr auch in der Bibel, wo steht, du sollst das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Kennt ihr das? Ja. Ja? Das ist heftig. Es steht dreimal in der Bibel. Gibt nicht viel, was dreimal in der Bibel steht. Aber die Stelle gehört dazu. Ich wüsste nur noch eine andere. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Normal müsste man ja sagen, wofür ist denn die Milch? Naja, damit das kleine Böcklein groß und stark wird. Ja? Wer ist denn so verrückt und macht Milch heiß und steckt da ein Böcklein und kocht das so lange, bis es tot ist? Wer ist denn so grau? Das macht doch niemand, ja? Wenn man jetzt im Neuen Testament sieht, da sagt der Petrus, seid begierig nach der lauteren Milch des Evangeliums, damit ihr dadurch stark werdet, erwachsen werdet, groß werdet, fest werdet in dem, was ihr glaubt, dass ihr wisst, woran ihr glaubt und was wir glauben und was wir nicht glauben, dass ihr das wisst, ja, weil es euch festmacht und gesund. Wenn man aber das Evangelium so heiß macht und so gesetzlich macht und so scharf macht, dass da junge Gläubige drunter kaputt gehen, dann hat man das Böcklein in der Milch der Mutter gekocht, statt ihm die Milch zu geben. Und das passiert häufig. Und solche Pastoren kommen dann in den Himmel, schimpfen ein bisschen, ja? Die kommen in den Himmel und sagen, guck mal Herr, was ich alles gemacht habe. Und dann sagt der Herr, du hast das Böcklein in der Milch der Mutter gekocht. Was? Nee, nie. Habe ich nie gemacht. Doch? Nicht im alttestamentlichen Schattenbild, aber in neutestamentlicher Wesenheit. Da schon. Und das passiert heute. Und deswegen, ich rede nicht der Faulheit das Wort. Ja? Ich rede der Hingabe an Christus das Wort. Und das kann sein, dass das heftig sein kann und vielleicht auch bis über unsere Kräfte gehen mag, dann und wann, wenn Gott das vorhat. Ja? Aber das soll aus einem Frieden geschehen, den wir in Christus haben.
den die Welt nicht geben kann. Und dass das authentisch ist. Und dass wir Zutrauen haben zu unserem Gott, der ein Vater ist im Himmel, kein Hyperpolizist. Ja? Das ist ein anderes. Und deswegen ist mir dieses Thema Gesetz und Gnade so wert, weil das unser Gottesbild so nachhaltig beeinflusst. Das ist ja aber auch der Friede, den wir dann im Wort Gottes finden. Genau, den finden wir auch nur da. Ja? Ja, den finden wir nur da. Ja. Ja, noch ganz kurz, dann kommen wir zum Schluss. Das ist das Gesetz des Christi. Ja, den Vers kennt jeder, aber man hört den nicht so richtig. Man liest das so drüber weg und empfindet das erstmal so auch als einen frommen Anspruch. Ja? Aber was das eigentlich sagt, ist, wir sollen nicht mehr das Gesetz des Mose erfüllen, sondern wir sollen die Last des anderen tragen. Und sind dadurch in einem neuen Gesetz, in einem Gesetz, das gar keins ist. Das sagt der Vers. Und jetzt vor dem Hintergrund wird plötzlich verständlich, was das meint. Man liest da so schnell, einer trage des anderen Last, und man weiß, deswegen, da müsste man hier auch in Großbuchstaben und fett und auch farbig drucken. Das ist etwas anderes als das Gesetz des Mose. Hallo, ihr Galater, ihr wollt euch doch wieder beschneiden lassen und haltet Sabbate. Ich glaube, ich habe vergeblich an euch gearbeitet. Ich glaube, ihr bräuchtet eine neue Wiedergeburt, Galater 3. Ihr müsst, glaube ich, von neuem geboren werden. Was ist denn los mit euch? Am Anfang, als ich kam, wart ihr so liebevoll, ihr hättet mir eure Augen gegeben. Und jetzt, wenn ihr euch so beißt und fresst, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verzehrt. Was ist los? Ich habe einem Bruder gesagt, als wir junggläubig waren, da gab es Streit in der Gemeinde. Sag ich, sind wir Christen geworden oder Juristen? Ja, in der Welt früher, wo wir in allen Sünden gelebt haben, da waren wir bessere Kumpels wie jetzt, als wo wir an Jesus glauben. Was ist denn los mit uns? Was ist denn los? Entschuldigung, worüber streiten wir denn im Internet? Über Daniel? 3.500 Jahre alte Texte, ja, 2.500 Jahre. Die nachgewiesenermaßen kompliziert sind, muss man da streiten drüber? Muss man da nicht, hallo? Was ist denn los? Die Hauptsache bleiben, das ist die Hauptsache, ja? Das ist ja, glaube ich. Ja? Und es ist auch so, einer trage des einen Last, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, ja. Der Paulus hat hier den Gedanken, der sagt, Christus hat auch unsere Last getragen auf Golgatha. Macht ihr das auch miteinander? Dann macht ihr dasselbe, wie Christus tut. Ja, genau. Warum? Weil wir doch sein Leib sind. Weil wir doch ein Geist mit ihm sind. Weil wir Christus darstellen sollen. Macht dasselbe, wie Christus getan hat. Das ist das Gesetz Christi. Das ist schon alles, ja. Das Gesetz des Geistes, Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, das ist dasselbe wie das Gesetz Christi, ist nur eine andere Formulierung dafür, ja. Das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, Christo Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vom Gesetz des Mose. Ja. In der Bindung an Christus sind wir frei von dem Gesetz vom Sinai. Ein heftiger Ausdruck, ja. Denn das Gesetz richtet Zorn an. Das Gesetz zeigt die Sünde, aber es kann nicht helfen. Es hilft nicht. Christus hilft. Ja? Das Gesetz vom Sinai ist ein Gesetz der Sünde und des Todes, weil es die Sünde zeigt und zum Tod führt bei Übertretung. Und das Gesetz des Geistes, der Geist, der in Christus lebendig macht, hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Den neuen Menschen, ja? Der neue Mensch. Und was ist mit dem alten Menschen? Der alte Mensch steht noch unter Gesetz. Und die ganze Welt steht auch unter Gesetz. Wer sagt das? Paulus, Römer 3. Ja, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz ist gegeben, dass es aller Welt Mund verstopft und alle Welt Gott schuldig sei. Alle Welt, ob sie das will oder nicht. Die Welt wird gerichtet nach dem Gesetz vom Sinai. Und auch unser alter Mensch wird gerichtet nach dem Gesetz vom Sinai. Aber unser neuer Mensch in Christus, der ist frei vom Gesetz. Der ist nicht mehr unter Gesetz, der ist unter der Gnade. Das schreibt Paulus. Den dürfen wir aber nicht durcheinander werfen. Das werfen aber viele durcheinander, wenn ich das sage, weil sie nicht verstehen. Wenn ich sage, wir sind nicht mehr unter Gesetz, dann sagen sie, du willst in allen Sünden leben. Habe ich nie gesagt. Ist das das Erste, was euch einfällt? Offenbart ihr damit nicht euch selber? Wenn ich sage, wir sind nicht mehr unter Gesetz, ist das Erste, was euch einfällt, dass ihr sagt, oh, wenn das wahr ist, dann könnte ich ja endlich so leben, wie ich immer schon wollte. Aber ich muss ja fromm sein.
bin ja Christ. Aber wenn das, wenn, das darf der nicht sagen. Das darf der nicht sagen. Wenn der sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, das würde ja heißen, ja, was ist das denn? Da kommt ja Eiter raus. Das ist ja eine Eiter, ist das das Erste, was jemand einfällt? Sollte nicht das Erste, was einem einfällt, sagen, um Himmels Willen, wenn das wahr ist, danke schön, Herr Jesus, du hast mich freigemacht von der Last, die auf mir hängt. Das wäre doch eine Reaktion. Warum kommt denn im Internet, oh, du willst ja nur in allen Sünden leben. Guck mal, ich streng mich an. Mein Vater war schon ein Anstrenger, mein Opa. Wir sind alle Anstrenger. Versteht ihr das? Das ist so verkrampft, das ist so kleingeistig, so kleinkariert, so missmutig, so müde, so anstrengend. Nix Sabbat. Das ist Saul. Saul, der sucht die Esel, ja, seines Vaters. Ja, ja. Ja, ist so. Und jetzt ist die Frage, glauben wir dem, was da geschrieben steht oder was wir von uns empfinden? Ja, Gesetz und Gnade. Das ist das Thema. Jetzt langsam wird deutlich, was das hat. Da müsste man monatelang drüber predigen, weil so ein Thema musst du öfters behandeln, weil du musst da die Woche über Verstoff wechseln. Und am nächsten Sonntag musst du da dieselbe Predigt nochmal hören. Und am dritten Sonntag mal vielleicht ein Schrittchen weiter. Und am vierten nochmal an den Anfang zurück, dass man heimisch wird mit den Gedanken. Und nach versteht man, da tut sich für mich ja eine neue Welt auf. Das ist ja etwas an, das ist ja mehr, als ich gedacht habe. Das ist das, ja? Und wer darin geschult ist und wer das kennt, ja, wer nach dieser Regel einhergeht, ja, über den sei der Friede Gottes und über das Israel Gottes, ja? Okay, letzte Folie, ja? Jakobus, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, ja? Das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Wer aber durchschaut, Diagnosis, ja, Diagnose, Doktor, wer da hindurchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das Gesetz von Mose war nicht vollkommen, weil es niemand vollkommen machen konnte. Es hat nicht geholfen. Ja? Das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird glückselig sein in seinem Tun, in seiner Tat. Das Gesetz ist nicht frei. Das ist ein Widerspruch in sich selber, ist aber wahr geworden in Christus. Ja? Eigentlich müsste man sagen, das Gesetz in Anführungsstrichen der Freiheit in Christus. In der Gebundenheit an Jesus sind wir frei. Und da werden wir authentische, echte Menschen und gestehen uns mal ein, dass wir nicht sind. Und in diesem Nichtsein werden wir plötzlich frei. Und fangen ganz klein an. Und schämen uns auch gar nicht, dass wir klein sind. Ja, ich ja auch nicht. Ja. Ja? Mein großer Vorbild hat ja auch sich klein genannt, Paulus. Ja? Das ist gar nicht, überhaupt nicht schlimm, dass wir klein sind, weil die Kleinen sind die Großen. Die Dummen sind ja auch die Klugen und die Klugen sind die Dummen. Das wird ja alles auf den Kopf gedreht. Ja? Und darin entsteht eine ganz, ganz große Entlastung für uns. Und da werden wir fröhlich. Und da sind wir gerne Christen. Und da werden wir auch stabil. Und da lernen wir das Evangelium ganz neu kennen. Und damit bin ich am Schluss. Ich bete noch kurz mit uns und dann vielleicht können wir uns noch kurz unterhalten. Ja. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so ein gutes Evangelium gegeben hast, das ganz anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Das viel tiefer ist und viel freier und reiner und viel mehr gebunden an dich und in den Wesenheiten im Neuen Testament in dir einfach seine Ruhe findet und seinen Frieden. Danke für den Sabbat, den wir in dir haben. Danke für die Gemeinschaft, die du mit uns schenkst, dafür, dass wir angekommen sind, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, doch einfach gesund werden dürfen an dir und uns freuen dürfen darüber, dass wir in dir angekommen sind und du kommen wirst und dein Reich aufrichtest und dass wir bei dir sein dürfen und dich so sehen dürfen, wie du bist. Darauf freuen wir uns, daran werden wir gesund werden und das wird unsere Freude sein in Ewigkeit. Danke, dass das heute schon anfängt, wenn auch in Schwachheit, Herr. Lass uns mehr und mehr verstehen, lass uns wachsen im Glauben und zunehmen im Glauben, dass wir dich besser kennen und darin auch einfach fröhlich sind und zuversichtlich sind und unser Leben auch leben können in Nüchternheit hier auf der Erde. Gepriesen sei dein Name, nimm den Tag bitte auch in deine Hand. Amen. Amen. Amen.